Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Und endlich wird es Zeit für meinen Testbericht zum Samsung Galaxy S22 Ultra oder vielleicht auch zum Note 22 Ultra oder zum normalen Note. Das S22 Ultra habe ich jetzt volle, ich glaube schon über 4 Wochen da gehabt. Zwischendurch mussten einige Geräte wieder kurz zurück, weil ich habe natürlich auch das normale S22 und das auch das S22 Plus. Und ich hatte mich eigentlich zuerst, natürlich will man alle drei Geräte am liebsten gleichzeitig testen. Aber ich habe mich erstmal auf das kleine Handliche gestürzt, dann alles über den Haufen geworfen, mich dann auf das S22 Ultra geschmissen und hier gibt es auch noch ein paar Fragen, gerade was die Performance angeht an einigen Stellen. Da gehe ich gleich noch drauf ein und natürlich auch auf die Akkulaufzeit. Aber wie immer, wir gehen das Ganze der Reihe nach durch. Ne? Das Gerät von außen, wie ist die Verarbeitung, wie ist die Bedienung bei so einem großen Oschi? Wie gut ist das Display? Traumhaft. Auch hier, ich meine, ihr seht es, ich bin gerade in Österreich, ich habe mich zwar in den Schatten gesetzt, aber Lautsprecher, wie gut sind die Kameras? Große Diskussion. Was ist mit der Akkulaufzeit? Ich habe natürlich auch wieder ein Post-it dabei, alles vollgeschrieben, gehen wir auch ausführlichst drauf ein. Was ist mit der Performance? Großes Fragezeichen. Was haben wir sonst noch? Telefonqualität, Wasserdichtigkeit, an übrige Features und wie schlägt es sich einfach im Alltag? Und natürlich auch die große Frage, brauche ich diesen S-Pen? Brauche ich diesen Stylus? Ist es wieder das gewohnte Note, was sich ja einige fragen? Und ja, und ich spoilere direkt vorweg. Es ist ein 1A-Gerät, gar keine Frage. Es kommen vielleicht noch ein, zwei Updates von Samsung, die die Software-Performance hier und da ein bisschen verbessern, vielleicht noch was an der Akkuschraube drehen, aber das ist das, wo ich einfach nur den Hauptkritikpunkt sehe. Die Akkulaufzeit müsste deutlich besser sein für die verbaute Hardware, die wir hier haben. So, aber jetzt erstmal der Reihe nach. So, es ist ein 6,8 Zoll großes Gerät. Es ist gebaut wie ein, es ist halt nicht ein S22, sondern ist eindeutig ein Notreihengerät. Ne? Wir haben jetzt nicht diese neuen glatten oder diese geraden Seiten wie bei den neuen S22 und S22 Plus, sondern wir haben einfach das gewohnte Notdesign, ne? Das sind die runden Seiten. Wir haben das leicht gebogene Display, vor dem man aber keine Angst haben muss. Aber es ist eindeutig eher ein Notgehäuse und ist als eindeutig einfach eher ein Not-Smartphone, kein S-Smartphone. Darüber möchte ich jetzt nicht motzen, aber es ist halt einfach, ich freue mich, dass der Stift wieder da ist. Aber ich persönlich hätte es besser gefunden, hätten sie auch das S-Design hier genommen und nicht einfach das vom S20 Ultra einfach nochmal hergenommen. So, aber Verarbeitung passt alles. Hier motze ich nicht, hier klappern keine Tasten, nichts. Das Ding kostet in der Basisversion 1250 Euro und dafür ist es halt alles gut, angemessen. Es ist auch vernünftig austariert. Mal gucken, ob ich das jetzt gerade mal hinbekomme. Nicht so was, was wir beim S20 Ultra hatten, das große, sondern ne, es ist halt vernünftig. Gut, jetzt hier gerade mit dem Wind ein bisschen schwierig, aber es ist nicht kopflastig, es ist nicht zu einer Seite schwerer oder sowas. Gefällt auch alles. Also Bedienung bzw. Gefühl in der Hand, Haptik, verwendete Materialien, Glas vorne, Glas hinten. Ist ein Träumchen. Natürlich vom Gewicht 228 Gramm. Das ist ein Oschi. Das Ding ist groß. Das in die Hosentasche noch mit reinzukriegen oder im Beutel oder sowas. Da merkt man, dass man ein großes Smartphone hat. Hat aber auch wieder den Vorteil, gerade bei einem Notgerät, ne, wenn ich dann wirklich aktiv mit dem Stift schreiben will, da freue ich mich über jeden Millimeter, den ich Platz habe, den ich vollschreiben kann. Aber dazu kommen wir gleich noch. So, das Einzige, was ich mir bei der beim Design anders gewünscht hätte, das betrifft mich jetzt aber als Rechtshänder. Ich greife immer noch, wie früher, weil früher hatten die Notes den Stift auf der rechten Seite, der ist irgendwann rüber gewechselt, auch wegen des Kameradesigns, ne, weil der Stift mit dem Platz, gerade mit den größeren Kamerasensoren, das wird ein bisschen eng hier drin. Also das dazu. Aber ansonsten Verarbeitung finde ich alles toffig. Ich habe auch nach wie vor eine Einhandbedienung, wenn ich die denn benutzen möchte. Ne? Gucke mir gerade meine Story an oder sowas. Denke mir da oben, also gucke mir Fotos an, Ihr seht es trotz der Sonne, sieht das alles toll, schön aus, ist butterweich mit dem 120 Hertz Display. Aber dann denke ich mir, hier oben, ne? Stories. Wenn du da mit zwei Händen arbeitest oder wenn du mit dem Stift kommst, gar kein Problem. Tippst du eben drauf, startet die Story, kein Ding. Jetzt kommt das Faultier wieder, nervt alle Hersteller mit dem Einhandmodus. Samsung hat ja einen, ne? Einfach runterwischen, komm mal eben her, kommst du mal eben her, so. Ne? Und dann komme ich auch mit einer Hand oben dran, kann ich nach links, kann ich nach rechts setzen. Das wirkt jetzt vor der Kamera ein bisschen komplizierter, wenn man das Gerät vernünftig in einer Hand hält und das dann einfach gewohnt runterwischt. Ne? Da ist das eine Bewegung, dann ist das drin. Dann hat man da nicht diesen Kampf, den ich jetzt gerade vor der Kamera hatte, über Kreuz oder sowas. Das läuft einfach. So, also das noch zur Bedienung. Das als letztes.
Kommen wir als nächstes zum Display. Ich habe es ja schon angedeutet. 6,8 Zoll. Samsung ist der Displayhersteller da draußen. BOI, die können es inzwischen auch vernünftig, ja. Aber die Samsung-Displays sehen noch mal knöckiger aus. Allein von der Farbe hier, das ist jetzt im Automodus. Ich habe noch nicht den Automodus ausgeschaltet und dann auf den volle Möhre-Modus gewechselt. Das könnte man nämlich auch noch machen. Dann schaltet man die adaptive Helligkeit aus. Zusätzlich Helligkeit wird aktiviert, dreht es alles auf Maximum und dann ist das Ganze, wer jetzt mal kurz noch mal zurückspult, noch mal heller. Gerade bei diesem farbenfrohen Wallpaper, mit dem sieht man es noch mal tuffiger. Habe ich jetzt, es ist schön, dass man das in Hinterhand hat, noch als zusätzliche Leistungsreserve. Kostet natürlich auch noch mal ein bisschen Akku, ja, aber passt halt. Und auch so im Alltag kein Ding. Ich freue mich aber, dass ich die Reserve habe. Was das Display selber angeht, Helligkeit, Blickwinkel, Träumchen, die Farben, hier drauf zu gucken. Wie viele Stunden, Wochen, Monate ich hier drauf geguckt habe, mag ich gar nicht mehr erzählen. Aber es ist einfach schön. Gar keine Frage. Tolles Display. Brauche ich gar nicht drüber zu reden. Best Display in Class, ne? Passt. Vor den abgerundeten Ecken hätte ich auch keine Angst, so bei der Fehleingabe bei der Bedienung oder sowas. Nein. Als nächstes Lautsprecher. Das wird jetzt natürlich hier draußen eine Herausforderung. Wir probieren es trotzdem. Zu einem kurzen Technik-Faultier. Hier ist mein Mikrofon, deswegen klingt das gerade super duper. Die neuen iPhone 13 erhöhen. Ja. Können wir es auch groß machen. Ja. So saß ich da gestern hinten noch auf der Bank. Neue Farben für ein neues iPhone 13 heraus. Da kann man sich ruhig noch mal über die Höhlen unterhalten. Wir haben die Silikonhülle, ich habe die schwarz. Ich habe hier, sagen wir mal, 60-40 Verteilung. Die wären eigentlich laut genug und vor allem klingen sie auch angenehm. Die klingen so ein bisschen voluminös, werden definitiv laut genug für, ich bin unter der Dusche, das Gerät liegt außerhalb der Dusche oder ich koche und habe das Wasser blubbern oder höre dann beim Kochen noch einen Podcast oder Radio oder irgendwas. Kein Ding. Im normalen Alltagseinsatz, wenn ich sie dann so auf bis 60-65% aufdrehe, bevor sie dann unsauber anfangen zu klingen, wobei sie tun sie beim Ultra ein bisschen später erst, sagen wir 70%. Ist das ein schönes Klangerlebnis. Das Bild ist zwar noch mal besser als die Lautsprecher, aber die Lautsprecher sind auch gut. Also gar keine Frage, das ist schon hier ein schönes Gesamtpaket. Auch wenn ich mir denke, bei dem Ultra, bei so einem großen Gerät, könnten die eigentlich noch mal mehr aufdrehen. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Die Lautsprecher, egal was ich damit gehört habe, nur Musik, nur Audio oder damit Filme oder Spiele gespielt habe, haut hin. Es hat natürlich ein leichtes Vibrieren noch auf der Rückseite, ja, aber es ist nichts, was mich jetzt großartig irritieren würde. Und apropos Vibrieren, das hätte eben noch zur Bedienung gepasst. Schöner Vibrationsmotor, wirklich schöner Vibrationsmotor, der hier drin verbaut ist. Ne, angenehmes Vibrieren, der ist ruhig, der ist aber merkbar. Schönes Gesamtpaket. Kommen wir als nächstes zur Performance. So, und wir haben ja hier in Europa den Snapdragon 8 Gen 1 nicht. Wir haben ja einen Exynos 2200 oder den 2200. Ist ein bisschen schade. Ich sage euch auch wieso. Gar nicht so immer der Vergleich zwischen Snapdragon und Exynos, zwischen Qualcomm und Samsung oder sowas. Und was ist hier und wie und was, ob die jetzt auf dem Benchmark, ne, wo der eine besser ist als der andere und was man davon im Alltag merkt. Und Samsung, ihr Schweinebacken, ihr Benchmark-Betrüger. Ne, also das ist wieder sowas. Samsung ist hingegangen, hat natürlich die, normalerweise drosseln sie die Sachen und kaum läuft ein Benchmark, wird das erkannt und es wird nicht gedrosselt. Und das ist ja wieder so ein Verhalten, da kriege ich ja, sowas kommt doch immer raus. Sowas ist bisher bei jedem Hersteller. Früher bei Samsung, OnePlus und wie sie nicht alle heißen, sowas kommt raus, dass Samsung das trotzdem macht. Gut, 99,9% der Samsung-Nutzer kriegen sowas gar nicht mit. Die lassen Benchmark laufen und denken sich, oh toll, hier, ich habe irgendeine große Zahl da stehen. Im Alltag. Das ist das, was wir jetzt ja bisher gesehen haben. Macht es ja nicht wirklich einen krassen Unterschied oder irgendwas Merkbares, ob ich jetzt diesen Snapdragon 8 Gen 1 oder den Exynos 2200 habe. Dass der eine dann im Multi-Core-Benchmark noch mal schneller ist als der andere und dass der Exynos zwar diese AMD-Kooperation hat mit der Grafikleistung, dass das mir aber eigentlich nichts bringt, solange die Spiele nicht wirklich darauf angepasst sind, ne, dass dann sonst wieder der andere wieder schneller ist, ist ein alter Hut. Also ich meine, da ist eher die Frage, wie nutzt es sich? Oder was habe ich hier wirklich für Performance-Sachen, die ich bemerke? Und da muss ich sagen, die Kiste rennt. Fast. Hier kommt nämlich gleich noch zu dieser Einschränkung. Denn auch wenn ich meine großen Spiele habe, ich fange jetzt hier nicht mit Hearthstone, wobei es auch, ja, geht auch, ne? Aber mein Pokémon Go oder sowas, natürlich mein Wild Rift, LOL drauf, passt. Und dann hier auch Genshin Impact, das ist ja gerade der neue High Society, da denke ich mir, muss ich auch mal mit rumzocken. Läuft alles vernünftig und das sind halt die großen Sachen und dann auch zwischen den großen Apps wechseln und sowas. Da sind die Leistungsreserven da, auch in der Basisversion mit nur 8 GB RAM. Dass man ja beim Ultra die nächstgrößere 256 GB Speicherversion nehmen muss, um dann halt von 8 auf 12 GB RAM zu kriegen und dafür dann 100 € Aufpreis zahlen muss. Ja, normalerweise kostet ja diese Speicherung Verdopplung 50 €, zusätzliche 50 € für die 4 GB RAM.
Samsung. Naja, ne? Aber ich meine, auch die 8 GB, das passt fürs normale dicke aus. Auch wenn ich damit dann Deckszeugs oder irgend sowas mache oder dann die großen Apps habe. Jetzt ist aber die Sache, Fauti, du hast eine Einschränkung gemacht. Wo bist du denn nicht zufrieden bei der Performance? Es gibt da draußen ein paar Videos von Leuten, die, was weiß ich, Videos gezeigt haben, wie sie Spotify-App spielen und dann reagiert es nicht mehr oder das Lied kommt nicht oder es dauerte krasse Verzögerung. Nein, ich habe hier aber immer wieder Ruckler, Mikroruckler sind es nicht. Es sind halt, ich kann hier, sagen wir so, ich mache jetzt hier nach rechts die Google-Karten. Ne? Das mache ich ein paar Mal und irgendwann hakt es dann einmal. Ne? Dann habe ich da den Ruckler. Oder ich gehe hin und wechsle halt von der Kamera zu Twitter, von der Kamera zu Twitter, von der Kamera zu Twitter und irgendwann hakt dann ganz kurz Twitter wieder beim Laden. Oder es ist halt beim Instagram-Wechseln und es ist halt nicht die Sache, dass ich hier krass zwischen mehreren Apps Wechsel, wo dann das RAM voll ist, wo dann eine wieder neu geladen werden muss. Nee, es ist irgendein Performance-UI-Zeug, vielleicht in Bezug auf das adaptive Display. Was wunderbar funktioniert, dieses adaptive, ne? Zwischen 1 und 120 oder von mir aus auch nur 24, was sie da in Wirklichkeit machen, ist mir ja Wumpe. Mir hätte vielleicht noch die Option gefehlt, dass ich permanent wie früher bei den Geräten 120 fahren kann. Ne? Beim S21 FEs, da haben wir es ja entweder 60 oder 120 Hertz. Und gerade beim Flagship hätte ich mir gewünscht, dass ich permanent, egal was ist, einfach aus purer Leistungstollheit 120 Hertz fahren kann. Ich muss aber auch sagen, dieses Anspringen der vom Schnellen, von den Herzzahlen, damit es flüssig ist, weil es ist ja auch eine Stromsparfunktion. Wenn es hier so ein statisches Display ist oder was weiß ich, ich habe hier nur eine Seite, die ich dann gerade lese, ne, da muss ja das Bild sich nicht so oft wiederholen, ne, erneuern oder sowas. Ich habe ja das nur in dem Moment, wenn ich sowas mache, dann will ich ja diese 120 Hertz, damit das alles butterweich ist und dass das hier so wusch macht. So, und jetzt sagt der eine oder andere ja auch noch, Faultier, du hast ja auch noch beim Display die Auflösung vergessen. Ne? Full HD Plus ist ja die Standardauflösung. Ich kann es auf WQHD oder QHD Plus aufsteuern, noch mehr, dann habe ich die volle Auflösung. Man sieht einen Unterschied, wenn man ganz genau hinguckt. Aber im Alltagseinsatz ist das Wumpe. Das ist nicht wie diese 120 Hertz im Vergleich zu den 60 Hertz. Wenn man diese 120 Hertz mal erlebt hat, diese Flüssigkeit, dieses Wusch, das ist was, das will man immer haben. Aber ob jetzt hier beim, gerade beim, wenn ich hier mal so einen Text habe oder sowas, ne, dass da die nochmal das Wort super, nochmal einen Ticken gestochener scharf aussieht als bei der anderen Version, da persönlich ist nicht so dann so die Sache. Aber ich habe diese leichten Performance-Probleme und die habe ich, jetzt kommt's, hat das denn die komplette Reihe? Nein, das Plus und das S22 normal, auf dem ich gerade so halb sitze, haben das nicht. Das ist nur das Ultra und auch das war so eine Zeit, warum ich so lange brauchte für den Test. Weil ich halt geguckt habe, weil ich immer wieder verglichen habe und gedacht habe, boah, vielleicht kommt noch ein Update. Es kam in der Zwischenzeit ein Update, die Dinger haben inzwischen auch das März-Update, zumindest Sicherheit. Aber diese Anfangsschwierigkeiten sind noch da. So, nach diesem Performance-Zeug, wo ich mir denke, 99% bin ich total zufrieden und auch diese Anfangsruckler oder kurzen Verzögerungen, die hier und da mal sind, es kommt bestimmt noch ein Update, das gebe ich Samsung. Aber selbst wenn kein Update kommt, es wäre sowas, was mich hier und da wieder auffallen würde, auf das, an das ich mich aber gewöhnen könnte und wo ich mir denke, sage, aber der Rest der Performance ist halt einfach toll. Und was auch toll ist, schöne Überleitung, die Kameras. Tam, 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 tam. Wir haben hier im Vergleich zu den anderen eine 108 Megapixel Hauptkamera und das merkt man. Die ist nochmal besser, die setzt nochmal eine Schippe drauf. Die Fotos, die da rauskommen, sind toll. Egal welche Situation, das ist hier mit einer der besten Smartphone-Kameras da draußen. Vielleicht sogar auch die beste Kamera, gar keine Frage. Wir haben eine 12 Megapixel Weitwinkelkamera, die ist auch gut. Die ist natürlich nicht so gut wie die 108 Megapixel. Und natürlich haben wir einen Unterschied, als wenn wir zum BBK-Konzern gucken oder zu Oppo oder zu OnePlus, die halt zweimal den gleichen Sensor verbauen, ne, und dann Weitwinkel und Hauptkamera gleich sind. Natürlich stinkt gerade da hier ist ein Unterschied, aber auch das hier ist eine gute, brauchbare Weitwinkelkamera. Was das Ding aber richtig gut kann, ist halt Zoom. Wir haben zwei 10-Megapixel-Kamera, einmal dreifach optischer Zoom, einfach zehnfach optischer Zoom, hundertfach digital, das ist Spielerei, das ist zum Spannen, dann erkenne ich zwar, ob da jetzt jemand nackig ist oder steht oder was nicht alles, aber das Foto, was ich damit hundertfach digital schieße, da zeige ich keinem. Auch die 30-fach, das ist Nähe im Vergleich zu den anderen. Aber die dreifach und die zehnfach optische Zoom liefern auch vernünftige Fotos ab. Und das ist ja das, was zählt. Also das ist nach wie vor King of the Zoom da draußen. Das, was Huawei früher toll gemacht hat, macht Samsung jetzt toller. So, auch hier wieder, also sie erfinden auch hier das Rad nicht neu im Vergleich zur S21 Ultra Kamera oder sowas. Nein, aber es ist nochmal ein Ticken besser geworden. Das ist, denke ich mal, wieder die normalen Software-Sachen. Dass sie dann hier speziell bei der Nachtfotografie sagen, boah, guck mal, unser Himmel ist jetzt immer schwarz und nicht wie dieses Grau, Blaue, Helle oder sowas. Ja, ist auch für Nacht schön, aber da muss man viel mehr Arbeit reinstecken. Das ist nicht einfach Point and Shoot, sondern aber ist halt auch da so ein bisschen besser geworden.
Porträts auch alles schön. Frontkamera, die 40 Megapixel, toll. Auch für eine Vlogging-Kamera, wunderbar. Die Videoqualität von den Dingern sowieso toll. Mit den Farben hat das dieses Jahr, ist ja bei Samsung immer eine Sache. Mal überzeichnen sie die Farben, mal passt es. Dieses Jahr passen die Farben. Und was auch passt, ist die Audioaufnahmequalität. Dieses Video, klar, wir haben jetzt einen Wind, das ist hier und da ein bisschen eine Herausforderung. Ich hoffe, das haut einigermaßen hin. Aber auch die Audioaufnahmequalität passt. Also meine Videos, die ich auch sonst immer oft mit dem iPhone filme, gerade unterwegs und vieles Zeug, das jetzt lieber mit diesem Samsung S22 Ultra oder ich spoilere schon mal mit dem S22 Plus oder dem S22 zu filmen, gar kein Problem, weil auch dieses Jahr wieder die Audioaufnahmequalität vernünftig ist. Lobhudelei, viel bei der Kamera, aber es ist auch, das ist ja das, was das S22 Kamerasystem oder das Teil auszeichnet, zusätzlich diese High-End-Kamera, Lösung, die Samsung da hat. Und da muss man sich keine Gedanken machen. Man kann noch mal deutlich viel mehr rausholen. Es ist aber auch so, ja, es ist noch mal eine Chip besser beim Hauptsensor als bei den anderen beiden. Aber ich muss eigentlich schon wirklich krass geil auf das Zoom-Feature sein, auf diesen Zoom haben, diesen Spieltrieb extra haben. Sonst reicht eigentlich das andere auch, wenn man das mal so sagen. Aber da kommen wir gleich noch zum Ende noch zu. Das Einzige, wo ich jetzt noch mal motze, das habe ich bei vielen anderen Geräten nicht gehabt, ist diese Aufteilung. Samsung ist hingegangen und hat diese Umrandung um die Kameralinsen weggelassen. Dadurch wirkt das hier noch mal filigraner. Mich erinnert es aber irgendwie an ein Insekt mit ganz vielen Augen. Haha, ist nicht so meins. Aber ich habe ja auch sehr viel Staub, der sich hier zwischen den Linsen absetzt. Habe ich sonst eigentlich nicht so. Will ich nur mal sagen, weil es ist was mir hier eigentlich zum ersten Mal aufgefallen ist. Liegt vielleicht daran, dass ich hier eine schwarze Version habe, wo man natürlich helleren Staub eher sieht. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Ich halte es noch mal ganz kurz in die Kamera, bevor wir das der Reihe nach durchgehen. So, und zwar Akkulaufzeiten habe ich mir sehr viel Zeit gelassen. Auch noch mal das Update abgewartet, auch noch mal abgeguckt, ob da was kommt. Es kam nichts. Erstmal die nackten Zahlen. Eine Stunde Netflix, Autohelligkeit, 10 Prozentpunkte. Eine Stunde Netflix, 100% Displayhelligkeit, 12 Prozentpunkte. Und da spielt es eigentlich gar nicht so die Rolle, ob ich dann 100% oder nochmal diesen zusätzlichen Boost-Modus aktiviere. Eine Stunde normale Nutzung, 14-16%. Dazu komme ich aber gleich noch. Und eine Stunde E-Books, Comics, 9 Prozentpunkte. 5000 mAh Akku ist drin verbaut, finde ich eine grandiose Meisterleistung, was Samsung hier geschaffen hat. Plus die Kameras, plus den Stylus, dann den 5000 mAh Akku und es geht in Ordnung, gerade von der Dünnheit und vom Gewicht. Das haben sie wirklich toll konstruiert. Dafür haben wir ja auch kein Micro-SD mehr unter anderem, aber naja. Vollgeladen, kein Netz, da kommen wir gleich noch zu. Von 10% auf 100%. Pi mal Daumen, 1,5 Stunden, noch drunter, ne? Aber auch mit dem 45 Watt Lader. Die ersten 3 Stunden oder die ersten 50% lädt der Akku hier ruckizucki auf, ne? Gute halbe Stunde, ne? Das ist 50%, aber gerade zum Ende wird das hier richtig, richtig langsam. Ich habe das Gefühl, Samsung ist sehr, sehr, sehr vorsichtig, bis das Ding dann voll aufgeladen ist. Es ist aber was, ne? Mit einem langsamen Lader dauert es auch noch mal ein bisschen länger, aber nicht so wirklich krass merklich. Drahtloses Laden ist dann auch wieder was, hat es aber auch nicht so schnell. Das sind so Sachen, gerade die Ladegeschwindigkeiten, da hinkt Samsung ein bisschen hinterher, gerade wenn man diesen fetten Akku hat. Aber mal tagsüber, 10, 15 Minuten an ein entsprechendes Ladegerät, dann komme ich eigentlich wieder über den Tag. Und das brauche ich teilweise auch, denn die Akkulaufzeit ist eigentlich eher eine Enttäuschung. Das ist, ich muss das wieder zweiteilen, im normalen Alltagseinsatz, so als normaler Nutzer, komme ich hier durch den Tag, keine Frage. Aber es wird zum Ende hin schon knapp, dass ich abends da nicht mehr da stehe und mir denke, wie bei anderen Flagship-Geräten, ich will jetzt nicht iPhone 13 Pro Max oder sowas, aber ja, im Vergleich, wo ich dann mit der gleichen Nutzung bei dem iPhone da am Abend sitze und mir denke, boah, ich habe ja noch einen halben Akku oder 40%, hier bin ich so bei 20 oder noch mal leicht drunter. Oh, da muss man sich echt Gedanken machen. Und als Intensivnutzer muss ich wirklich aufpassen, dass ich über den Tag komme. Also gerade wer das wirklich den ganzen Tag im Einsatz hat, wer die ganze Zeit mit dem Stylus RIM arbeitet und mitschreibt und. Das wird happig. Hier ist nichts, wie man auf dem Papier vermuten würde, dass ich 7, 8, 9, 10 Stunden Onscreen-Zeit hatte, problemlos. Nein, ich muss hier echt aufpassen. Und ich verstehe es nicht, weil, das ist jetzt nämlich die andere Hälfte, ich habe ja hier dieses 120 Hertz LTPO-Display. Die Herzzahlen sind anpassbar. Das sollte Strom sparen ohne Ende. Super AMOLED-Display sowieso verbraucht nicht so viel Strom. Check, da haben wir Strom sparen. Dann haben wir Samsungs Exynos 2200er. 4 Nanometer Verfahren. Stromsparender als die Vorgängerversion. Auch das sollte nicht so viel Strom verbrauchen. Und jetzt haben wir aber die Stromquelle selber, einen fetten 5000 mAh Akku, der genug Kapazität hat, um das Ding den ganzen Tag durch 2 Tage zu bespaßen eigentlich. Und wir kriegen das Ergebnis nicht. Das bedeutet, Samsung hat da wieder softwaremäßig oder mein Tipp mal wieder hier beim Mobilfunk irgendwas an Grütze gebaut, wie die Krux wie der letzten Jahre immer und sie kriegen es nicht hin. Wenn wir Apple diese Hardware geben würden,
Apple wird ein Gerät bauen, was 2,5 Tage durchlaufen würde. Oder? Ja, das ist jetzt übertrieben, aber bei weitem bessere Akkulaufzeiten hätte als das, was Samsung hier wieder abliefert, muss man einfach sagen. Also wie gesagt, ich komme durch den Tag, aber ich müsste mich sehr, sehr einschränken, um 1,5 Tage zu schaffen. Und das ist, und es müsste das nicht sein. Und ich kriege halt wieder die Nase nicht dran, wo es hier wieder hakt. Das Ding verbraucht über Nacht einfach liegen im WLAN, ne, gute 5-10%, je nachdem. Da habe ich alle Werte schon gehabt. Wenn ich das Ding einfach im Rucksack durch die Gegend transportiere, die Standby-Zeiten und die Wechseln durch die Mobilfunkzellen, verbraucht hier wieder dermaßen viel Strom. Ich verstehe es einfach nicht. Und selbst wenn es nur im WLAN ist, nur genutzt wird, ist es auch deutlich zu hoher Verbrauch für das, was ich hier auf der Hardware-Seite eigentlich drin habe. So, und dann kommen wir zum nächsten. Jetzt so, das ist so mein Akku-Rant. Jetzt kommen wir zu den ganzen Note-Funktionen. Wie gesagt, wir haben Stift. Wer es vom Note 20 Ultra noch kennt, das gleiche in grün, da gibt es eigentlich gar keine Unterschiede. Ne, das ist alles wunderbar. Also vom Mitschreiben, das passt, von den Notizen machen, die ganzen Funktionen, die wir da haben. Als gelegentlicher Stiftnutzer, ja, hat man natürlich da eine Sache und denkt sich, warum spiele ich damit rum? Das macht natürlich auch viel Spaß. Das ist auch wirklich schön, damit da Sachen mitzumachen, da mitzuschreiben und sowas. Oder einfach das Ding zu bedienen. Gerade die ersten 2-3 Wochen spielt man damit gerne rum, spielt man damit viel rum. Aber ich erwische mich jetzt auch jemand, der ist eigentlich ein Notfreund, der da immer wieder den Stift einfach stecken lässt. Ne? Wo der Spieltrieb weil so oft einfach jetzt schon, ich will nicht sagen abgenutzt ist, aber man kommt halt teilweise, kann man es ja auch problemlos mit den Fingern wie ein normales Smartphone bedienen. Aber dann gibt es ja auch die Leute, die das Gerät knallhart mit dem Stift als Not, als S-Pen-Nutzer benutzen. Die hier etliches mitschreiben. Nicht nur sich ein paar Notizen machen, kaufe Milch, Eier und sowas oder schickt mein Herzchen an den und den, sondern hier wirklich viel mitschreiben und dann so Funktionen haben, die echt gut funktionieren, handschriftlich mitschreiben und das Zeug dann in Druckbuchstaben, in gedruckten Text umwandeln lassen. Und da kenne ich einige, die da wirklich produktiv mitarbeiten, die dann sagen, hey, dieses Display könnte natürlich noch größer sein, aber auf der Größe passt das, haut es eigentlich hin, dass ich hier mal eben mein Zeug schreibe, umwandeln lasse, dann als Text umwandeln lasse und dann sage, ja, passt. So, und das ist wieder so Zeugs, da ist das Potenzial natürlich da. Und die ganzen Notfreunde, die letztes Jahr leiden mussten, weil halt das Note 21 nicht gekommen ist, weil Samsung jetzt ja auch bestätigt hat, sie haben die Note-Reihe eingestellt. Aber die können jetzt einfach zum S21 Ultra greifen, haben das Gehäuse von dem Note, so wie sie es eigentlich kennen, und können das einfach ihr Note-Leben weiterführen und haben gleichzeitig halt das volle Kamerapotenzial vom S. Das war ja mal so die Diskussion, ne? Die S für die Kameras und dafür hat das Note eher das größere Display und längere Akkulaufzeit zum Arbeiten. Längere Akkulaufzeit hat jetzt gar nichts, aber okay, das hatten wir ja gerade. Nein, aber Note-Features sind da. Es ist, wer Stift plus Smartphone haben möchte, nutzen möchte, in meinen Augen alles andere Lösungen, keiner, Samsung ist ja die einzigen, die diese Lösung wirklich machen. Da mit einem Drittanbieter Stift oder irgendwas mit Apps zu kommen, bin ich persönlich kein Fan von, dann lieber ein 2-in-1, großes Tablet, aber das ist es ja, was dieses Gerät auszeichnet. Und das ist halt der zweite Punkt, warum man eigentlich überhaupt zum S22 Ultra greifen sollte. Das eine waren die Kameras, das zweite ist halt der Stift für die Notfreunde. Alle anderen können meiner Meinung nach auch eigentlich zum S22 Plus greifen. So, das ist auch wenn es ein Ticken kleiner ist und ja, aber muss man, aber ich, ja, das, so, also dazu. Aber wir kommen ja noch weiter. So, werfen wir noch einen Blick auf den Speicher. Ne, wie gesagt, MicroSD-Erweiterung gibt es nicht, Bauart bedingt, auch wenn ich es persönlich sehr schade finde. Grundgröße 128 GB, von denen aber sehr viel flöten geht. Wir sind ja bei knapp über 100 GB zur freien Verfügung. Ich jetzt gerade noch mal geguckt, ne, mit viel getestet, habe gerade 70 GB immer noch frei, auch mit vielen Testvideos, mit Fotos, mit Musikalben, die ich hier drauf gespeichert habe. Das sage ich ja auch immer, ne? Wenn 100 GB reichen 80-90% da draußen ja auch dicker aus. Aber im Hinterkopf haben keine MicroSD-Kartenerweiterung, die ich teilweise dann doch ein bisschen schmerzlich vermisse, auch wenn wir sagen, wir haben USB-C 3.2 zum Übertragen, also schnell die Sachen hin und her schieben. Kein Ding, funktioniert auch alles. Aber ein bisschen trauere ich dem MicroSD dann doch noch hinterher, gerade weil es ein Flagship ist. Dass wir keinen Infrarotport haben, keinen Kopfhöreranschluss mehr. Ich meine, das wäre so ein bisschen, wo hätten sie das noch verbauen sollen? Also ich meine, ich lobe Samsung ja schon genug für die gute Ingenieurskunst, das so gebaut zu haben mit diesen fetten Kamerasensoren, mit dem Stift drin und dann den fetten 5000 mAh Akku. Da ist viel Schönes dabei, gar keine Frage. Aber das MicroSD, das wäre noch so ein i-Tüpfelchen.
IP68 zertifizieren wir, haben wir. Telefonieren kann man ja damit auch noch. Hätte ich ja vielleicht auch noch sagen können. Also Telefonqualität Standard in beide Richtungen. Also ich mache hier auch bei so einem 1250-Euro-Gerät nicht wirklich den Unterschied zu einem vernünftigen 300-Euro-Teil, mit dem ich telefonieren kann. Also dass das hier irgendwie besser, toller, wie auch immer klingt. Nein. Empfang, sowohl mit dem Mobilfunk als auch fürs WLAN, als auch fürs Bluetooth, alles gleich. GPS, damit navigieren, haut auch alles hin. Also das ist sowas, weder positiv noch negativ noch irgendwas da draußen auszusetzen. Wo man Samsung echt noch loben muss, sind die Software-Updates. Wie gesagt, ich habe hier ruckizucki das März-Update bekommen. Samsung hatte sich ja hingestellt und nicht nur für die S22 komplette Reihe, sondern auch Vorgänger, auch für die S21 FEs, auch für die kommende A-Reihe gesagt, 4 Jahre OS-Updates, 5 Jahre Sicherheits-Updates, jeweils mindestens. Und damit sind sie meiner Meinung nach besser als Google, wenn sie die Dinger auch schnell ausliefern. Aber es ist ein Versprechen, dass ich dann einfach weiß, gerade so ein sündhaft teures Gerät, wenn ich das lange nutze, auch nach 3 Jahren, auch nach im 4. Jahr, kriege ich auch im 5. Also bin ich eigentlich noch im Top auf der aktuellen Android-Version. Oder wenn man es in der Familie dann weiterreicht oder was nicht alles. Und so muss das ja auch sein. Jahrelang mussten sich die ganzen Android-Hersteller sich das gefallen lassen, dass man sagt, die iPhones, die kriegen ja x Jahre Updates. Das rechtfertigt vielleicht teilweise auch den Preis. Aber die Android-Hersteller nicht. Und Samsung hat letztes Jahr ja angefangen. Ich glaube, Oppo waren ja die, die noch gesagt haben, 2-3 Jahre Update. Dann ist ja Samsung zurückgekommen, 3-4 Jahre Update. Und dieses Jahr hauen sie einen raus und sagen, mindestens 4-5 Jahre Updates. Das ist natürlich auf einem komplett anderen Niveau, wenn man sich denn dann darauf verlassen kann. Das gehe mal bei einem großen Hersteller aus wie Samsung, dass man sich dann auch darauf verlassen kann. So, und jetzt sind wir sozusagen schon am Ende. Also, sehr viel Lobhudelei. Kritik, ganz klar bei der Akkulaufzeit, beziehungsweise mit der Einordnung, das ist eigentlich ja ausreichend, so im Alltag ja so gerade, aber eigentlich auch eine Enttäuschung ist, was Samsung hier eigentlich hätte rausholen müssen. Und das Gleiche bei der Performance, die ja im Alltag echt spitze ist und alles, aber für den Preis auf das Flagship-High-End-Gerät so ein bisschen Mini-Ruckler oder diese Startprobleme immer mal wieder treten halt auf. Ich tippe mal, beides könnte Samsung oder wird hoffentlich Samsung in den nächsten 1-2 Monaten noch mit dem Update angehen. Dann ist es super duper. Aber sind halt Sachen, die auffallen. Aber trotzdem, es ist toll verarbeitet. Es ist toll, liegt es in der Hand, sage ich jetzt mal, oder ist austariert, obwohl es natürlich ein großes Gerät ist. Es ist das beste Display, was wir da draußen haben. Es ist toll, Lautsprecher, passt alles in Ordnung, super Kamera, mit dem man von einfach Schnappschuss bis was auch immer da rausholen kann. Das haut halt alles hin. Plus diese Update-Software-mäßig Sachen, die wir da haben. Das ist schon toll. Und jetzt sind wir noch an dem Punkt, wo zusätzlich als Zückerle obendrauf noch der S-Pen kommt. Und jetzt stehe ich da und sage ja die ganze Zeit schon, beim Plus jammer ich ein bisschen, weil der Aufpreis vom Normalen zum Plus 200 Euro sind. Das ist mir ein bisschen zu wenig dafür, dass ich das gleiche Telefon kriege, ein größeres Display, größere Akkulaufzeit habe. Irgendwo war noch was, ich habe Ultra-Breitband, kriege ich dann auch noch mal drauf spendiert, aber das sind 200 Euro, nein. Das wäre normalerweise ein 100er Update-Preis gerechtfertigt. Gleiche 200 Euro zahle ich vom Wechsel vom Plus aufs Ultra. Und da sage ich, diese 200 Euro Aufpreis gehen total in Ordnung, weil ich einfach nochmal, wie auch hier wieder, größeres Gerät, auch wenn die Akkulaufzeit noch nicht da ist, ja, aber allein, dass ich dieses mehr an Kameras kriege und zusätzlich den Stift, die 200 Euro vom Ultra aufs Plus, gar keine Frage, geht komplett klar. Aber man muss sich dann auch im Ultra klar sein, dass man gerade die Sachen dann auch zwingend nutzen will oder haben will oder sowas. Dann will ich das noch besser an den Kameras mit dem Zoom rumspielen und ich will diesen S-Pen nutzen. Dann geht das Ultra klar, dann ist es das beste Smartphone, was Samsung im Angebot hat. Auch meiner Meinung nach, auch es ist besser als ein Fold 3, auch wenn ich das Fold 3 sehr sexy finde. Also Flagship ja, mit ein paar Einschränkungen, mit der Relativierung. Wechsel von einem Note 20 Ultra lohnt sich meiner Meinung nach nicht, auch wenn ja einiges besser ist. Aber wenn man so vom Note 9, Note 10 kommt, allein das mehr an Kameras ist schon, ja, ist schon sexy. So, und das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.